Hallöchen und vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Wenn du meinen Kanal abonnierst, kannst du auch kein Video mehr von mir verpassen. Ich möchte heute einmal alle meine Neuzugänge vom August vorstellen und ich wünsche dir dabei viel Spaß. Im Juli habe ich zu meinem Geburtstag einen Gutschein von Hunglubel geschenkt bekommen und habe Anfang August das gleich ausgenutzt und ihn komplett ausgegeben für ein paar Bücher von Stephen King. Stephen King hat ja so unglaublich viele Romane und ich habe mir jetzt nur eine kleine Auswahl ausgesucht von den Stories, die ich unbedingt noch haben wollte. Und zwar ist es einmal Das Monstrum. Darin geht es um Bobby, der in einer Kleinstadt namens Haven lebt und auf einem Spaziergang im Wald sieht er plötzlich ein seltsames Ding, das auf merkwürdige Art und Weise die Bewohner verändert und kurze Zeit später hält das Grauen dann auch noch Einzug in die Kleinstadt. Dann als nächstes habe ich mir noch Schlaflos in Insomnia geholt und zwar geht es da um Ralph, der von Tag zu Tag immer weniger schlafen kann und dann auf nächtliche Streifzüge durch Derry geht, weil er kann halt immer und immer weniger schlafen von Nacht zu Nacht und sieht dann in Derry nachts, wenn er dort lang spaziert, merkwürdige Dinge, er hält es am Anfang für Halluzinationen, weil er ja nur so wenig Schlaf bekommt, bis er dann merkt, dass irgendwie etwas nicht stimmen kann und die Bewohner von Derry in großer Gefahr schweben. Und ich fand bei dieser Geschichte besonders cool, dass wir wieder hier nach Derry kommen, denn das spielt nach den Ereignissen von S. Und in S hat man ja auch schon sehr viel von dieser Kleinstadt, ja irgendwie, also man hat schon sehr viel mitbekommen von dieser Kleinstadt, man hat schon sehr viel erfahren und jetzt kommt man dahin wieder zurück. Das finde ich sehr interessant und deswegen freue ich mich auch schon sehr auf diesen Roman. Dann habe ich als nächstes noch Das Spiel, Geralt's Game von Stephen King. Und zwar habe ich das auch schon bereits gelesen. Darin geht es um ein Ehepaar, eigentlich um die Jessie, die mit ihrem Ehemann Geralt zu ihrem Sommerhaus am See fahren. Und zwar wollten sie dann nur, ich glaube, einen Tag und eine Nacht verbringen, weil Geralt, ihr Ehemann, möchte unbedingt besonderes Sexspiel ausprobieren, was ihr Liebesleben wieder ein bisschen aufpeppen soll und fesselt in diesem Sommerhaus seine Ehefrau Jessie eben ans Bett mit Handschellen und die macht das auch erst mit, aber merkt dann, als sie dann gefesselt ist, dass das überhaupt nichts für sie ist und dass sie das überhaupt nicht gut findet. Und das Ganze eskaliert dann, wodurch ihr Ehemann stirbt und sie ist jetzt ganz allein in diesem Haus und liegt gefesselt ans Bett und kommt natürlich nicht an die Schlüssel und ja, muss sich jetzt irgendwie helfen und durch die ganzen Grauen, die sie jetzt schon sich gegenüber sieht, kommt dann nachts noch ein anderes Grauen hinzu und ja, wie gesagt, habe ich diesen Roman schon gelesen. Ich fand ihn wirklich gut. Er hatte auch ein paar langatmige Parts, aber trotzdem hat er mir sehr gefallen. Als nächstes bei mir neu eingezogen ist Der Fluch. Und zwar geht es dort um den übergewichtigen, ich glaube übergewichtig Anwalt Billy, der mit seinem Auto eine Zigeunerin überfährt und vor Gericht dann aber freigesprochen wird. Der Vater der Toten verflucht dann Billy und seit dem Tag an nimmt er ab und wird immer dünner und immer dünner und am Anfang findet er das ja total toll, aber egal wie viel er isst, er nimmt einfach nicht mehr zu, sondern, also zu sowieso nicht, aber er nimmt halt immer weiter ab und es hört halt nicht auf, bis er irgendwann eben den Tod finden würde und ja, irgendwann ist es natürlich nicht mehr schön für ihn, sondern nur noch erschreckend, bis er erkennt, dass er wirklich verflucht ist und unter keiner Krankheit leidet. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass ich früher einmal
irgendwie den Film dazu gesehen habe und das total faszinierend auch fand, so diese Geschichte und diese Story. Und deswegen wollte ich unbedingt einmal das Buch haben. Es ist ja auch gar nicht dick, also wird wahrscheinlich schnell durchgelesen sein. Auf jeden Fall hat mich das sehr interessiert. Deswegen habe ich mir auch Der Fluch einmal geholt. Und als letztes der 5 Bücher, die ich mir von meinem Gutschein her gekauft habe, ist das noch dann Der Bazar der bösen Träume. Und hier sind ja mehrere Kurzgeschichten von Stephen King drin und ich fand auch das Cover voll schön. Ich weiß nicht genau, ich habe da einen kleinen Fehler gemacht. Eigentlich wollte ich mir, es ist ja auch noch eingeschweißt und wie ihr seht, ist das hier das Hardcover und das andere sind alles Taschenbücher. Eigentlich wollte ich mir das Taschenbuch hier auch davon holen, aber irgendwie habe ich nicht richtig drauf geguckt oder nicht richtig drauf geachtet. Auf jeden Fall kam dann das Hardcover an, verdammt. Aber es ist egal, weil mir gefällt es ja trotzdem sehr gut. Ich mag das Cover super gerne und ja, ich kann jetzt auch damit leben, dass es halt das einzige Hardcover dann ist von denen. Als nächstes sind 4 Bände einer kompletten Reihe bei mir eingezogen. Der Goldreihe heißt sie, glaube ich, von Carrie Jones. Und zwar einmal Flüsterndes Gold, Finsteres Gold, Verhängnisvolles Gold und Verräterisches Gold. Und darin geht es um das Mädchen Sarah, die nach Maine zu ihrer Großmutter zieht und dort an der Schule sich in Nick verliebt. Der hat aber auch ein dunkles Geheimnis noch und außerdem ist da noch irgendein Fremder, der ihr andauernd aufflauert, aber Nick beschützt sie dann und ich fand auf jeden Fall, dass es sich um eine wirklich, wirklich schöne Geschichte handelt, die wahrscheinlich auch total mein Geschmack ist. Leider, als ich das dann mir kaufen wollte, habe ich dann gesehen, okay, die gibt es gar nicht mehr neu, sondern nur noch als E-Book. Und ich wollte die unbedingt haben, auch weil ich die Cover so cool finde. Zum Glück habe ich dann gesehen, dass man die auch gebraucht holen kann. Nur mit dem 4. Teil war das ein bisschen schwierig, den habe ich nämlich erst gar nicht bekommen. Und deswegen habe ich sie mir auch erst gar nicht geholt, weil mir, wenn mir der letzte Teil fehlt, hätten ja die anderen 3 für mich auch nichts gebracht. Aber als ich dann gesehen habe, dass ich den 4. auch bestellen konnte, habe ich dann gleich alle 4 mir geholt. Und deswegen sind diese 4 Bände einer kompletten Reihe jetzt ebenfalls bei mir eingezogen. Kommen wir jetzt zu meinem nächsten Buch, was bei mir eingezogen ist. Und zwar Unvergänglich Wir von Emily Bolt. Das ist der 3. und letzte Teil der Trilogie The Curse. Ich habe... Derweil habe ich jetzt schon den 1. und 2. Band gelesen, also ich habe die Reihe jetzt schon angefangen. Bei dem 3. bin ich noch nicht angekommen, aber das werde ich wohl demnächst auch noch schaffen. Auf jeden Fall habe ich gesehen, dann irgendwann ist es irgendwie an mir vorbeigegangen, dass der 3. Teil doch plötzlich im Handel war und den habe ich mir dann gleich mitgenommen, weil ich ja den 1. und 2. bereits hatte und konnte dann natürlich jetzt die Reihe anfangen, wo ich sie auch komplett habe, was natürlich auch sehr schön ist, weil vorher bin ich irgendwie noch nicht dazu gekommen, die zu lesen. Deswegen freue ich mich jetzt schon sehr auf den 3. Teil und wie diese Reihe ausgehen wird. Das letzte Buch, was bei mir eingezogen ist, ist Zorn und Morgenröte von René Adi. Und ich kenne die Autorin ja schon aus der Dilogie Das Mädchen aus Feuer und Sturm und Das Herz aus Eis und Liebe. Diese Story hatte mir sehr, sehr gut gefallen und wie gesagt, mir gefällt die Schreibweise und wie sie die Geschichten aufbaut, gefällt mir sehr, sehr gut. Deswegen hoffe ich, dass mir hier dieses Werk von ihr auch gefallen wird. Das Mädchen aus Feuer und Sturm war ja so eine japanische Epoche und hier ist es mehr sowas wie Tausend und eine Nacht. Es geht um das Mädchen Shahrzad, das ihre beste Freundin an den Kalifen verloren hat, weil der Kalif nimmt sich eine Ehefrau und nach der ersten Nacht tötet er sie. Und sie möchte jetzt Rache nehmen wegen ihrer Freundin und wird als nächstes seine Frau. Und durch Geschichten erzählen bringt er den Kalifen dazu, sie nicht zu töten. Und es spielt auch wieder eine Liebesgeschichte hier eine Rolle und ich bin halt schon sehr, sehr gespannt auf diese Reihe. Es ist wieder eine Reihe, es ist also hier der 1. Teil davon. Das
Das waren alle meine Bücher, die bei mir im August neu eingezogen sind. Du kannst mir vielleicht in die Kommentare schreiben, ob du eins der Bände bereits kennst und wie er dir gefallen hat. Vielen Dank auch heute wieder fürs Zuschauen. Eure Rena. Tschüss.